Wie schafft man es, sein Leben so zu leben, wie man es selber leben will? Wie kann ich mein eigenes Leben bejahen? Auf all diese Fragen gab es am Dienstag beim Gesprächsabend von Professor Dr. Martin Balle Antworten. Jedoch weniger von ihm selbst, also vielmehr vom Bestsellerautor Professor Dr. Michael Bort. Sein neuestes Buch, Die Kunst, sich selbst zu verstehen, stand dabei im Mittelpunkt. Sich selber zu verstehen ist wichtig, damit die Menschen das Gefühl haben, sie leben ihr eigenes Leben. Und das eigene Leben zu leben, ist eines der wichtigsten Dinge im Leben überhaupt. Es gibt Forschungen mit Sterbenden, wenn Menschen ihr Leben lassen müssen und wo es darum geht, was erleichtert oder was erschwert diesen Prozess des Loslassens. Und Menschen, die den Eindruck haben, im Grunde haben sie immer nur das getan, was andere von ihnen erwartet haben und haben nie ihre eigene Stimme im Leben gefunden, die tun sich sehr schwer damit, zu sterben und ihr Leben zu lassen. Im Leben sei es laut Bort wichtig, den Mut zu haben, das zu tun, was man selbst will, auch wenn andere davon enttäuscht wären. Das Finden und Leben nach der eigenen inneren Stimme sollte dabei das vorrangigste Ziel sein. Und das geht halt nicht ohne sich irgendwie zu sich selber zu verhalten und sich irgendwie zu fragen, sag mal, wer bin ich eigentlich und was ist das eigentlich alles, was an Emotionen und an Gedanken so in mir, was ich da so in mir vorfinde. Die Kunst, sich selbst zu verstehen, ist ein Ratgeber, der Menschen auf der Suche nach sich selbst begleiten soll. Einen Eindruck davon, wie genau das gelingen kann, bekamen die Gäste im Saal schon während der Gesprächsrunde. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute gemerkt haben, bei dem Projekt, sich selbst zu verstehen, geht es nicht um irgendwie eine abgedrehte philosophische Frage, sondern da geht es wirklich auch darum, wie wir zufriedener in unserem Leben werden, wie wir liebesfähiger werden, wie wir unsere Beziehung vertiefen können und wie wir Sinn in all den Dingen finden können, die uns auch zunächst so unsinnig und so furchtbar erscheinen. Und damit sollte der Bestsellerautor auch recht behalten. Das Fazit am Ende des Abends: Dass ich vollkommen richtig bin, indem ich immer noch suche, mich zu verstehen. Das hat mich sehr beruhigt, dass ich keinen Endpunkt setzen muss oder gleich wissen muss, jetzt bin ich angekommen. Ich stehe gerade in einer ganz großen Krise und das hat mich ein bisschen beruhigt. Und ich nehme jetzt ein Werk mit, womit ich arbeiten kann. Und es hat mich überzeugt, was die beiden Herren gesagt haben, dass man an die Wurzel gehen muss, mit sich selber, damit man authentisch bleiben kann. Man richtet sich zu viel danach, was die anderen von einem denken. Die von der Mediengruppe Straubinger Tagblatt, Landshuter Zeitung organisierte Gesprächsrunde war also ein voller Erfolg und bestätigt einmal mehr, dass gerade die Vorweihnachtszeit ein guter Zeitpunkt ist, um über sich selbst nachzudenken und vor allem, um anzukommen.